Ja Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal ganz kurz das Ergebnis an von der Umfrage, die ich euch ja vor 5 Tagen gestellt habe im Community Tab. Und da ging es mir um die Frage, was ist deiner Meinung das beste Talent auf dem Jumbären? Und Leute, ihr habt fleißig abgestimmt, mega krank. Es sind einfach 305 Stimmen zusammengekommen. Das ist auf jeden Fall die stärkste Umfrage bislang. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Mega, mega geil von euch. Gut, ihr wisst es, ich habe euch 5 verschiedene Talente zur Auswahl gegeben, unter anderem dabei war Überleben, Unheiliger Pakt, Heiliges Licht, Stärken und Flammenwache. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an mit dem schlechtesten Talent. Das ist in diesem Falle mit 6% Unheiliger Pakt, also auf dem 5. Platz habt ihr halt Unheiligen Pakt gewählt. Ja, bin ich auf jeden Fall so ein bisschen auf eurer Seite, weil ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass halt der Jumbär relativ schnell down geht, wenn er halt kein defensives Talent mit drauf hat. Darum auf jeden Fall, klar, Unheiliger Pakt mit Vorsicht zu genießen. Aber klar, er macht natürlich unnormal viel mehr Damage, wenn man jetzt nun letztendlich ein Damage-Talent mit drauf spielt. Ne, muss man aber wieder von Spielmodus so ein bisschen unterscheiden. Kommt auch drauf an, was für Trades man letztendlich auf dem Jumbären mit drauf hat. Also wenn er sehr, sehr viel Ausweichen hat, dann kann man natürlich ein offensives Talent spielen, damit er dann halt nochmal richtig schön Damage raushaut, weil er sonst ja sowieso nicht getroffen wird, ne, von dem Ausweichen. Aber das ist dann natürlich eine sehr, sehr knifflige Geschichte, weil ab wann ist genügend Ausweichen drauf? Ich würde schon sagen, dass man so 10.000 Ausweichen auf jeden Fall drauf haben sollte. Das kriegt man ja relativ schnell mit den Superpads heutzutage hin. Und dann kann man überlegen, ob man da letztendlich denn ja, ein Damage-Talent mit drauf spielen möchte. Ja, muss man halt so ein bisschen gucken. Gut, dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei der 4-Platzierung. Das ist in diesem Falle das Stärken mit 7%. Bin ich auf jeden Fall auf eurer Seite, weil er hat natürlich vom Skill her, löst er automatisch schon aus. Aber sein anderer Skill, also wenn er sozusagen die Energie voll ist, da limitiert er nämlich den erlittenen Schaden auf, ja, mal ganz kurz hier bei 10, auf 28.000 pro Treffer. Das ist sehr, sehr interessant und darum spielt man ab und zu mal bei den Wellen vielleicht das Stärken mit drauf, aber ich bin auf jeden Fall auf eurer Seite, dass das Stärken jetzt nicht unbedingt das Top-Talent auf dem Jumbären ist. Ne? Also man kann Stärken drauf spielen, aber man sollte auf jeden Fall wissen, dass er sowieso alle 6 Sekunden auslöst. Also mit seinem Skill halt her, ne? Also dieser eine Teil des Skills löst alle 6 Sekunden aus, so oder so, ob die Energie voll ist oder nicht. Und das andere bezieht sich halt auf die Energie, ne? Ja. Muss man selbst entscheiden, wie man das letztendlich soweit spielen möchte. Aber ihr habt auf jeden Fall das Stärken auf den 4. Platz gewählt. Gut, dann sind wir jetzt schon bei der 3-Platzierung. Das ist in diesem Fall das Überleben. Klar, Überleben ist generell relativ gut auf Helden, die halt keine Selbstheilung mit drin haben. Also wenn du noch ein bisschen Heilung halt haben möchtest, kannst du auf jeden Fall ein Überleben mit drauf spielen, damit er halt eine gewisse Grundheilung mit drin hat. Also kommt stark darauf an, was du sonst noch mit hast, ob du jetzt noch einen Walla Walla dabei hast, der ja sowieso Heilung gibt. Da gibt es dann natürlich dann andere Talente wieder, die ein bisschen interessanter sind auf dem guten. Aber grundsätzlich kann man sagen, Überleben kann man auf jedem Helden drauf spielen, die ein bisschen Grundheilung mit drauf haben sollten. Gut, also wie gesagt, eure 3-Platzierung mit 11% ist halt das Überleben. So, dann sind wir jetzt schon bei der 2-Platzierung. Das ist in diesem Falle die Flammenwache mit 24%. Klar, Flammenwache ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr gutes Talent. Ein sehr, sehr gutes defensives Talent. Und klar, Jumbär kann man auf jeden Fall auch mit der Flammenwache spielen. Brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. So, ihr wollt jetzt, glaube ich, denke ich mal erstmal, ja, das Top-Talent hören, was letztendlich auf dem Jumbär gespielt werden kann. Das ist in diesem Falle wieder einmal das Heilige Licht. Ja, ihr wisst es, Heiliges Licht ist ja nun mal das Top-defensive Talent, muss ich euch ja nicht weiter sagen. Aber ich habe euch einfach nochmal kurz ein paar andere Talente zur Auswahl gegeben, die man sonst normalerweise auch drauf spielen kann. Man kann ja theoretisch auch Steinhaut mit drauf spielen oder sonstige Sachen, aber Heiliges Licht ist ja nun mal, ihr wisst es, das ist nun mal das Top-defensive Talent. Ist ja nun mal so, ne? Auf jedem Helden eigentlich. Oder fast auf jedem Helden. Ja. Auf jeden Fall sagt über die Hälfte von euch, da muss auf jeden Fall Heiliges Licht mit drauf. Bin ich auch eurer Meinung. Ich finde auch, dass der Jumbär auf jeden Fall defensiv gespielt werden sollte. Ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal ein anderes Talent in den Raum einfach mal mit reinschmeißen. Zum Beispiel Klingentanz. Ihr wisst es, das skaliert sehr, sehr gut
mit dem Ausweichen-Trades. Also kommt wirklich stark darauf an, wie man den letztendlich mit den Ausweichen-Trades spielt. Quatsch, mit den Trades spielt, also mit den Ausrüstungen, so muss ich sagen. Kann ich jetzt hier, glaube ich, zwar nicht draufklicken. Doch, Ausrüstung, ja, okay, könnt ihr aber nicht weiter sehen. Darum, wenn man ihn halt hier defensiv spielt, also beziehungsweise mit Ausweichen spielt, finde ich Klingentanz nicht verkehrt auf dem, weil dadurch natürlich nochmal eine Grundheilung mit reinkommt. Und ja, ihr könnt gerne in die Kommentare mit reinschreiben, welchen Helden wir uns als nächstes anschauen sollen, beziehungsweise schreibt gerne noch rein, wie ihr euren Jungbären soweit spielt oder wie ihr euren Jungbären findet oder vielleicht habt ihr noch gar nicht hochgezogen. Den gab es ja letzten Monat kostenlos, war ja richtig nice, dass man den einfach ja bekommen hat durch das normale Spielen. Man hat ja hier auch diesen anderen neuen Helden jetzt bekommen, hier in diesem neuen Modus. Ja, gut. Das war es eigentlich auch schon wieder mit dem kleinen Video. Wenn es euch soweit gefallen hat, gerne einen Like da lassen und dann haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!